for me. Servus Leute, hier ist wieder Dänemar. Oder wir sind wieder zurück bei Dänemar. Also erstmal das Wichtige. Ich mache jetzt hier erstmal eigentlich nur einen Performance-Test. Für den Fall, denn ich möchte ein Video reacten. Weiß halt natürlich nicht, ob die Performance gut ist. Und deshalb ja, gucken wir mal tatsächlich in diesem Video, also innerhalb dieses Videos, und lasse halt das Video gleichzeitig laufen, falls ihr versteht, was ich meine. Ich habe jetzt nur keinen Bock, diese Szene rauszuschneiden, deshalb erkläre ich es ehrlich gesagt mal, denn es kann sein, dass ich dieses Video gar nicht veröffentlichen werde. Erstmal Werbung. Ja, warte. Loslege, ist mir was aufgefallen, sorry. Der Desktop hat keinen Ton. Der Desktop hat keinen Ton. Deshalb brauche ich jetzt eine Audio-Ausgabe. Genau. Okay, alles gut, Leute. Alles gut. Wir können weitermachen. React. Ich habe hier Unusual Memes Compilation V158 von Unusual Videos. Let's go. Das ist ein Hamm. Okay. Lol. Was hat er sich da rausgeholt? Okay. Alter, der hat den vom Fenster runter gemacht. Da hat gerade die Katze vom einfach angefasst und die ist das Fenster runter geflogen. Was? Okay. Ja, nicht jeder hat denselben Humor, muss man wissen. Okay, das ist eine Taube. Das arme Auto. Okay. Da, Fernseher! Autsch. Ja, also erst was ich kurz sagen muss, ist... Ja, also nur weil etwas eine Meme-Combination ist, heißt es natürlich nicht, dass ich gleich deshalb die ganze Zeit nicht bei jedem Clip totlachen muss. Nein, es gibt zum Beispiel Clips, wo ich mal manchmal einfach mal meine Hand mit volle Kanne gegen den Kopf schlagen würde, also so Facepalm. In anderen denke ich mir eben immer nur so... Oh mein Gott. Zum Beispiel eben gerade hier mit dem Auto oder mit dem Fernseher zum Beispiel. Ich meine, das sind teure Dinge. Da kann ich ehrlich gesagt nicht lachen. Okay. Das hat bestimmt weh. Und ja, genau.
Ist bei dem gerade die Katze? Die Katze ist bei dem in die Waschmaschine reingehüpft. Okay, machen wir weiter. Sonst reagiere ich noch. Ich muss auch trinken. Lass mich rein, jetzt kommt die Flasche rausgeflogen. Also. Ich dachte gerade eher bei dem einen. Ich dachte gerade beim einen kommt die Flasche so boom rausgeschossen. Okay. Lol. Okay. Okay. Das war aber nicht nett. Ist das Chili-Soße? Und der macht jetzt die... Der konnte sich nicht runtergefallen. Oh. Sieht aus wie voll geschissen. Das sah gerade aus wie eine öffentliche Tankstellentoilette. Alter, was ist das für ein Viech? War das eine Katze oder ein Hund? Was? Ihr? Okay. Normal. Was? Okay. Er kann nicht tanzen dazu. Erstmal eine kleine Sache, da ich ja die ganze Zeit trinke. Ihr denkt, ihr erwartet es bestimmt so, dass ich es dann trinke, plötzlich irgendwas Lustiges kommt und mir das Ding auf die Nase rauskommt. Nein, so ist es bei mir dann eigentlich nicht. So, keine Sorge.
Hey, das war gerade ein cooler Move, Alter. Was ist das? LOL! Da war einfach die Katze im Stuhl. Stell dir also vor, du hockst dich auf deinen Stuhl, fühlt sich unten ein bisschen komisch an, du fragst dich, was da so ist. Dann klopfst du drauf und du musst feststellen, dass es die Katze ist. Na Gott sei Dank haben wir denn solche Stühle. Ja. Und dass unsere Katze nicht so drauf ist. Schulz. Also, ich dachte es irgendwie, ich weiß auch nicht warum, dass es irgendwie schon vorbei ist. Ja doch, Tatsache, ich hab's gewusst. Ich hab's doch irgendwie gewusst, das Video ist schon vorbei. Na dann würde ich mal sagen, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Dänemark und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Dänemark.